Tag und guten Morgen. Malte von Operation Münsterland hier. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil heute ist Einschulung. Nicht nur für mich, sondern die Manuela ist auch dabei. Guten Morgen. Und wenn ihr wissen wollt, warum ich eingeschult werde, dann bleibt dabei. Wenn nicht, müsstet ihr jetzt abschalten. Bis dann. Ja, das ist schon mal hier der Schulweg. Ist halt ein bisschen was anderes als der übliche Schulweg. Ich bin jetzt schon das zweite Mal hier und genau an der Stelle hier ist mir das letzte Mal die Kamera bzw. die SD-Karte kaputt gegangen. Also drehe ich das heute hier alles zum zweiten Mal. Ist trotzdem schön hier. So, jetzt sind wir hier am Schulgelände angelangt. Tja, wo genau bin ich? Das nennt sich die Reckendrees Waldschule. Das ist ein kleines Waldgebiet in der Nähe von Enninger. Und zwar hat dieser Herr Reckendrees diesen Wald gekauft und war der Meinung, dass der Wald jedem zugänglich sein soll. Und als er dann verstorben ist, ist dieses Waldstück in den Besitz der sogenannten Reckendrees Stiftung übergegangen. Und ja, die kümmern sich jetzt hier halt drum. Und hier können sich Kindergärten und Schulen anmelden und können dann hier verschiedenste Stationen im Wald abgehen mit Beschriftungen. Ja, einfach die Natur und den Wald kennenlernen. Es ist einfach interessant und auch wunderschön hier. Die einzelnen Stationen werdet ihr gleich noch kennenlernen. Hier sind noch einige ausgestopfte Tiere. Ich denke, wenn die Schüler und Kinder hier sind, wird dazu auch noch etwas erzählt. So. Hier geht das schon los. Hier ist schon mal eine schöne Sitzecke. Ich denke, da werden die Kinder schön irgendwas erzählt bekommen. Ja, dann ist da noch so eine Streuobstwiese hier und das Interessante hier. Wenn man das mal sieht, hier sind Gänge zwischen den einzelnen Bäumen und da steht dann unter jedem Baum, um was es sich für einen Baum handelt, welcher Familie die angehören, wann die Früchte reif sind, wo sie vorkommen. Es ist ja halt eine schöne Waldschule. Ich finde das total interessant, dass den Kindern hier heute noch sowas geboten wird. Das ist ja heute leider nicht mehr so ganz selbstverständlich. Ja. Und, was ist das für ein Baum? Die Elfbeere. Mal sehen, was ich hier was gelernt habe. Es gibt auch eine Webseite zu diesem Waldstück. Ich verlinke euch das mal nachher oben. Dann könnt ihr euch da selber zu informieren. Ich hatte den Verwalter angeschrieben. Ich wusste nämlich nicht, ob das jetzt nur für Schüler oder Kindergärten zur Verfügung steht. Und die waren so freundlich, mir das hier zu erlauben. Unter der Voraussetzung halt, dass man alles wieder so hinterlässt, wie man es vorgefunden hat. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber wenn sie sowas schreiben, werden sie hier vermutlich andere Erfahrungen gemacht haben. Und, was war's? Eine Ulme. Was? Eine Ulme. Okay. Meine Frau ist hier fleißig am Unterricht.
machen. Ja, bei mir sieht das so aus, als wenn ich hier den Unterricht schwänzen würde, das ist klar. Die Sandbirke. Ja. Kann ich aber nicht abschießen irgendwo? Ja, entfernt hören wir hier jetzt gerade ein paar Schüsse. Ja. Also, da machen sich grüne Klamotten immer total gut. Jo. Die Wiese sollten wir nicht gehen. Ist aber auch wunderschön hier. Sollen wir uns in das Baumlabyrinth mal wagen? Weil wir wollen eigentlich da zu dem Wald hin. Aber da dürfen wir rein. Ja. In Ruhezone? Nein, deshalb stehen die Schilder hier. Die Tiere können die nicht lesen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das, wenn das Gras hier im Sommer hoch ist, dass das ziemlich spannend sein könnte? Ja. Gerade so als Kind, hier durch so ein Labyrinth zu laufen, stelle ich mir schon cool vor. Ja, ist echt cool hier. Guck, die Chefin macht hier wieder einen auf super schlau und macht Unterricht. Genau. Und das auf dem Sonntag. Ja, super. Er muss noch was lernen, ne? Natürlich. So, da vorne ist noch eine schöne Sitzbank. Ich glaube, da gehen wir auch mal gucken. Da ist nämlich noch ein See. Also, ich wollte eigentlich auch schon noch nachher Käffchen kochen, das werde ich wahrscheinlich auch tun. Aber vorne auf dem Eingangsschild steht halt Feuer machen, grillen, alles nicht erlaubt. Beziehungsweise auch Hunde sind hier an der Leine zu führen und ganz wichtig, die Hinterlassenschaften der Hunde sollte man auch wieder mitnehmen. Ah, das hier hätte jetzt natürlich richtig einladend gewirkt, um hier mal ein bisschen zu kochen, aber wir halten uns ja an die Vorgaben. Ich glaube, wir gehen dann da vorne lang. Können wir da vorne? Ja, da kommen wir auch zum See, aber da vorne ist noch ein Hochsitz, da möchte ich mal draufklettern. Gucken, ob der das aushält. Mal gucken. Das Kind, ja. Erstmal hier ein bisschen in das Gewässer angucken. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich probiere da mal rauf zu gehen, aber nein, ich denke, das ist für meine Gewichtsklasse, wir lassen das lieber. Manchmal muss man auch verlieren können. Hast du jetzt gerade gelacht? Nein, das wird mir nie im Traum einfallen. Ja, besser ist das, ey. Ja, weiter geht's, ne? Einfach ein traumhaft schöner Wald.
Da ist noch der Teich, wo wir gerade waren, diesmal von der anderen Seite. Wir haben einige Kinder schon echt tolle Sachen hinterlassen. Echt krass. Und das Schöne ist, guck mal, die haben gleich für die Manu in passender Größe einen kleinen Verkaufsstand hier gelassen. Man kann die Kaufladen spielen. Das passt von der Größe ziemlich gut. Kannst du da mal reingehen? Nein, geht das nicht. Mann. Kannst du ja. Hallo. Also ich finde, guck mal, du kannst da aufrecht drin stehen. Ich nicht. Also für dich wäre das der Ideal. Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Das ist für mein, wenn es schneit. Nein, kann ich nicht. Ich weiß, dass sie das jetzt abstreitet, aber insgeheim weiß ich, dass sie hier heimlich abends immer hinfährt und ihren Waldladen aufmacht und Bärlauch und sowas hier verkauft. So, und überall hier in dem Wald, da vorne ist wieder so eine Sitzecke. Da hinten sind einige Häuschen, die die Kinder gebaut haben. Da ist auch noch mal eins. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Kinder hier richtig Spaß mit dem Wald haben. Das ist einfach nur mega. Hier ist diese Sitzecke. Bei unseren Kindern hieß das immer, die haben Waldsofa gebaut. Hammer, echt Hammer. Hier ist wieder so ein kleiner Unterstand. Da hinten gehe ich auch noch mal hin, da ist eine richtige Hütte. Hammer. Hier haben die sich aber richtig ausgetobt, die Kinder. Richtig krass. Richtig cool. Muss ja meine Frau wiederfinden. Okay. Jetzt haben wir hier gerade mitten in der Natur einen Eimer gefunden. Ja, schauen wir mal, ne? Ja, was sagst du? Futternapf? Hätte ich jetzt gehabt. Gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung, das sieht aus wie ein Ziegelstein, der da drin liegt. Wenn ihr das wisst, schreibt das doch mal einfach in die Kommentare, ob das ein Futternapf ist oder ich weiß nicht, ob das Ding angenagelt ist. Vielleicht ist es auch eine Vogeltränke oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wobei trinken können die da ja an dem See. Ne? Also könnte es doch irgendwas mit Futter zu tun sein haben. Und wieder eine Sitzecke oder ein Waldsofa, wie es die Kinder meistens nennen. Der kleine Malte möchte auch ein bisschen spielen. Hallo! Ein großes Kind. Ja, das Kind im Mann ersetzt die Schwangerschaft. Richtig, richtig. Lass uns mal da hinten hingehen. Ja, das hat seinen Grund. Da! Kaffeepause. Erstmal ordentliches Teechen kochen und
für Frauchen Kakaochen. Das reimt sich und was sie reimt, ist gut. Da wir heute mit zwei Personen sind, nichts mit Esbit. Heute wird ein bisschen mit Gas gekokelt. Ich habe natürlich von meiner Frau Mist neues Feuerzeug gekriegt. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was zu Hause liegt. Aber der Kollege hier braucht zum Glück kein Feuerzeug. Er hat einen Piezo-Zünder. Von daher alle schick. Ist ja reich für uns beide, oder? So, da ist noch Sand aus Dänemark dran, ich glaub's nicht, ey. Echt, jetzt ist sie leer, oder? Man glaubt das jetzt kaum, ne? Feuerzeug habe ich ja zu Hause vergessen, habe ich ja gerade gesagt. Jetzt wollte ich den Piezo anzünden, passierte nichts. Zum Glück war noch Gas drin, das habe ich eigentlich auch kontrolliert. Ich habe halt die Kartusche nicht fest genug geschraubt. Ja, so kann das gehen, ne? Stößchen! Stößchen! Etwas Warmes braucht der Mensch. Verdammt heiß. Ich hatte auch niemals gesagt, dass ich kalt kochen kann. Der Chef räumt auf. Wie zu Hause. Nee, nee. Das lass doch mal nicht einreden. Genug gesessen. Es wird kühl an der Beine. Das wird es, ja. Aber so ein heißer Kakao ist immer ein Erlebnis wert am Sonntag. Der neue Schulrucksack muss erst gelernt werden. Packen der Schultasche ist gar nicht so einfach. Also für neue Eindrücke am ersten Schultag, das ist also... Das ist zu viel für ihn. Ja, die ganz hibbelig. So. Jetzt geht's Richtung Heimat wieder. Schön an diesem Wald vorbei. Nach Hause. Da wird jetzt auch nicht mehr viel kommen. Die Strecke habe ich schon mehrfach gefilmt. Da muss man nicht mehr so viel machen. Schön, wenn ihr bis dahin dabei wart. Und wenn ihr ganz viel Lust habt und mich unterstützen möchtet, dann lasst ein Abo da, drückt die Glocke und vielleicht auch noch einen Daumen hoch. Danke, tschüss, Malte von Operation Münsterland. Und tschüss, Manuela. Ciao, ciao.